Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Mal gleich hier ein bisschen einen Ausschlag hier im Germany 30. Wir haben ja eine gewisse Gegenbewegung jetzt bekommen gestern mit der Trendbewegung aufwärts. Ja, wo sind wir im Germany 30 übergeordnet jetzt zum Tag der großen Entscheidung in den USA? Es wird ja heute gewählt. Viele haben per Briefwahl viel mehr als sonst abgestimmt und heute der Urnengang und dann eben über die Nacht dann die Auszählung. Die ersten Ergebnisse werden eben ja in den frühen Morgenstunden erwartet. Und jetzt gibt es ein bisschen Erholung. Wir sind bei der 11.592 Punkte Marke. Sind die Verkäufe abgeebbt. Und hier, ja, sehen wir jetzt eben, dass da kein Tagesschlusskurs darunter zustande kam. Insofern da auch kein Signal für eine weitere Ausdehnung der Korrektur bis 10.878 erfolgt. Es könnte jetzt eine Erholung kommen bis 12.033. Darüber dann auch 12.306 sollte man diese Marke dann brechen. Ansonsten sind wir da jetzt zwischen zwei FIBO-Marken und es ist unklar, wo es hingeht. Deswegen gucke ich mir jetzt an und schaue ich mir jetzt an die vorbörsliche Spanne zwischen 8 und 9 Uhr. Zeichne die ein, gehe in den 1-Minuten-Chart. Und sehe dort, dass wir bereits die vorbörsliche Spanne nach unten unterschritten haben. 11.850 ist die, ich nenne sie immer Signallinie. Und diese Signallinie ist einfach das Tief der Kerze, die das erste Mal unter dem vorbörslichen Tief schloss, was diese lange schwarze Kerze hier ist. Und nun zur doppelten Bestätigung, da wir im 1-Minuten-Chart sind, in dem ein hohes Maß an Rauschen und Fehlsignalen auftreten kann, möchte ich eine doppelte Bestätigung, also eine weitere Kerze, die genau unter 11.850 schließt. Sollte es dazu nicht kommen, haben wir kein Trendsignal, dann schlägt der Trendfilter nicht an. Es ist nun aber auch möglich, dass wir einen Impuls nach oben bekommen, der eben die 1 eines 1-2-3-Bodens sein könnte. Zum Abgleich dessen, was hier jetzt passiert im Germany 30, auch immer wichtig der Blick auf die US-Indizes. Lange Zeit über dieses Jahr 2020 hinweg habe ich den SPX 500 Cash CFD mir angeschaut, da der größte Index ist. Das ist er auch immer noch, aber der klare Outperformer, der eben die Märkte nach oben gezogen hat, ist der Nasdaq NDAQ 100 Cash CFD in den USA. Deswegen nehme ich den als Referenz für. Ja, ein bisschen auch für den Abgleich dessen, was hier in den frühen Morgenstunden eben passiert im Germany 30. Und man sieht hier ganz gut, dass wir nun etwas ein bisschen Kritisches gemacht haben im NDAG 100 Cash CFD. Wir haben nämlich die 11.140 jetzt, ja, 9.03 Uhr haben wir und wir sind an die 11.140 dran gelaufen und konnten dort nicht weiter und sind dort nicht weitergekommen. Insofern ein bisschen kritisch, weil das natürlich auch bedeuten kann, dass der Markt hier, ja, wenn das da nicht drüber schafft, wenn da kein weiterer Anlauf kommt, genau dort abgewiesen wurde. Und jetzt könnte eben, sollten die Stops, die da eng drüber sitzen könnten, nicht gezogen werden, könnte das Ganze dazu führen, dass der Markt hier nach unten durchgereicht wird. 10.321 wäre da eben die mögliche Haltemarke, sollte es zu der erwarteten Volatilität über die US-Wahlen kommen. Hier auch der Blick auf den Stundenkerzenchart und der verrät bereits, dass wir eben ja, hier auf der Oberseite ist die Frage, wo ist hier der Anfang, wo ist das Ende? Also wir haben hier diesen Abwärtsimpuls. Der konnte nach unten nicht so richtig verlängert werden. Wir haben hier einen Aufwärtsimpuls, da haben sie dann das gestern dann zerstört mit einem tieferen Tief. Jetzt haben wir wieder einen Aufwärtsimpuls. Das heißt, ein Rebreak der 11.140 ist wirklich das, was dem Markt hier helfen könnte. Ansonsten, was hier auch entstanden ist, ist ein 1, 2, 3 Top. Dass ich hier jetzt auch mein Rot einzeichne. Ja, beides Rot ist ein bisschen unsinnig. Ich nehme mal die Farbe. 11.135, 31 müssten gebrochen werden nach oben.
was ja zusammenfällt mit der 11140, um hier in den neutralen Bereich zu gehen. Und man sieht hier der Punkt 2, 2510. Ah, der war höher. Ah, dann muss ich das schon wieder rausnehmen. Also hier ist kein Top entstanden, weil der Tick hier zwischen 15 und 16 Uhr gestern höher war als zwischen 11 und 12 Uhr. Also ist das ein neutraler Abwärtsswing. Also es ist bisher neutral, was hier im NDAQ passiert ist. Ja, ihr seht das, ich habe hier ein bisschen auch jetzt alle möglichen Swings hier mir angeschaut. Und es gibt hier einen größeren Swing, der konnte nicht nach oben verlängert werden. Dann gab es einen Abwärtsswing, dann haben sie nicht nach unten verlängert. Fakt. Also 11.2.92.73, da müsste der Markt nachhaltig drüber. Aber auch dieser Swing nach unten wurde hier und hier nicht so richtig verlängert. Ja, also durchaus szenario-bullischer Druckaufbau nach oben ist möglich gegenüber diesem Abwärtsschwung. Dann hier hätte ein 1-2-3 Top entstehen können, entstand aber nicht, da wir gestern eben höher waren, zwischen 15 und 16 Uhr. Und dann ja, ist der ganze Abwärtsimpuls hier nach unten gelaufen. Wir müssten hier also drunter. Also nach unten, kritischer Punkt. Das kann man, glaube ich, hier markieren. Nach unten, der kritische Punkt ist die 10.993. Nach oben. Bleibt es aber bei der, ja, 11.38, 11.140, ja, ich zeichne nicht eine zusätzliche Linie ein, aber auch hier oben die 11.292. Und dazwischen ist mehr oder weniger die ganze Geschichte, ja, neutral. Kann auch sein, dass der Index da jetzt einfach geparkt ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben das feststeht, worauf wir alle warten, nämlich das Wahlergebnis. Ja, bisher ist ja nichts Magisches passiert im Germany 30. Ein kleiner Short Squeeze hier über eine 1-Minuten-Kerze. Ein Mini 1, 2, 3 könnte man sagen, ist hier entstanden, aber die Impulsstärke ist hier relativ gering. Also gut. Schauen wir mal, ob es sich entscheidet, unter 8,50 ein neues Tief zu machen. BioNTech, die arbeiten ja mit Pfizer zusammen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Unten links zu sehen hier die 80,52, ein wichtiger Support. Wir haben hier einen Abwärtsimpuls, eine 1, 2, 3. Und hielten wir auch schon Anfang Oktober erneut diese 80,52, was 90,39 bei BioNTech zum Widerstand werden lässt. Szenario bullischer Druckaufbau ist hier intakt. Wir sind jetzt quasi im neutralen Bereich zwischen 80,52 und 90,39. Bei einem nachhaltigen Bruch der 90,39 könntest du einem, ja, wäre dann die 104,89 exponierten Überschreiten von der 104,89, könnte dann eben dieses gesamte drohende, immer noch aktivierbare 1-2-3 Top, diese Trendwende-Formation, erstmal deaktivieren und entschärfen. Nico the Warrior schreibt im YouTube-Chat, Präsidentschaftswahl in den USA, ist das ein historischer Short? Tja, im Tageschart achte ich eben jetzt genau auf das Verhalten vom NDAQ an der 11.140. Ist das am Ende rot oder ist es grün? Kann man hier. So blinkt es die ganze Zeit schon seit Anfang September zwischen rot und grün hin und her. Immer wenn er unter 11.140 ist, könnte man sagen, ja, es ist jetzt irgendwie so orange oder irgendwie dann doch dunkelrot. Und dann wird es wieder abgefangen, dann blinkt es wieder grün, wenn wir wieder drüber sind. Und jetzt ist es so, naja, also so zwischendrin. Ja. Jetzt ist diese Trendwende-Formation, dieses 1, 2, 3, das hier kommen könnte, das erste 1, 2, 3 Trendwendemuster, das wir haben seit Beginn der Erholung im März. Es ist aber bisher noch nicht wirklich überzeugend aktiviert. Einige sagen auch, das ist ein Doppeltop.
feststeht, egal wie man das Pattern nennt, dass wir am 13. Oktober versuchten, ein neues Allzeithoch auszubilden. Dazu kam es nicht. Und mit dieser Information, dass ein neues Allzeithoch bei den Tech-Aktien nicht möglich war, sind wir jetzt zurück auf diesem entscheidenden Punkt. Und jetzt müssen wir halt abwarten. Na, weil ich weiß es nicht, ihr wisst es, denke ich auch nicht, wie sich der Markt entscheiden wird. Und ihr seht, wie vorsichtig die mit dieser Marke umgehen. Die sitzen jetzt genau vor den, auf dieser Marke, auf diesem Preis, auf dieser Unterstützung und warten dieses Ergebnis ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es eine immense Volatilität gibt, dass der Markt hier in beide Richtungen, wenn die erste Reaktion sein sollte, dass er fällt, dann würde ich mir anschauen, das Verhalten an den jetzt ableitbaren Supports. Also würde bedeuten, im Nasdaq, ich mache das ein bisschen größer, würde bedeuten, ich würde mir in der Nacht anschauen, die 10.321, die 10.155, dann die 9.815. Ja, who knows, wer weiß, was die, wie stark der Markt da reagieren wird. Ich weiß es nicht. Ist mir im Grunde auch egal erstmal. Ich weiß nur, dass an diesen Stellen Unterstützungen sind. Ableitbar aus der Länge von diesem Abwärtsimpuls um die Fibonacci-Zahlen 61,8 und 100% verlängert nach unten, sind diese roten und diese 10,155, die kommt aus einem Broadening Wedge. Und dieses Broadening Wedge, das habe ich hier auch eingezeichnet, aber wenn es ein bisschen verrutscht ist, macht nichts. Wir haben hier dieses umgekehrte Dreieck. Ja, ich kann es hier auch nochmal einzeichnen. Hier und hier. Und aus diesem umgekehrten Dreieck, dessen Höhe von Tief 1 zu Hoch 2, kann man am Ausbruchspunkt, am Hoch 2, hier war der Ausbruchspunkt, hat nicht so richtig geklappt. Hier hat es dann geklappt, dann gab es den Retest. Und jetzt sind wir zur 2,618 gelaufen. Und auch unten ist die 1,618 der Fibonacci-Extension aus diesem Broadening Wedge, aus diesem umgekehrten Dreieck, die 10,155. Also wirklich im großen Bild durchaus denkbar, dass wir auf die 10,155 rutschen. Nehmen wir einfach mal als ein Szenario. Ich weiß es ja auch nicht. Ja? Aber stellt euch vor, ihr sitzt jetzt da und guckt euch das an. Und seht, okay, der rutscht jetzt auf 10.155 oder auf eine der roten Fibo-Marken ableitbar aus diesem 1-2-3-Top. Und es ist jetzt 5.30 Uhr am Mittwochmorgen. Ihr wisst aber auch, dass dieses 1-2-3-Top eben nur aktiviert werden kann, wenn auch der Tagesschlusskurs unter 11.140 ist. Also gibt es ein Timing-Problem, weil der Tagesschluss, könnt ihr hier in der Produktübersicht euch anschauen, ist am Mittwoch um 23 Uhr. Also nicht um 5 Uhr, sondern erst um 23 Uhr. Also gibt es ein gewisses Timing-Problem. Und es ist, wenn wir uns die, den Verlauf mal anschauen vom Nasdaq vor 4 Jahren, da hatten wir auch erst einen scharfen Einbruch. Und dann wurde das, haben sie irgendwann dann am Vormittag entschieden, nach oben zu kaufen. Und hier geht es jetzt eben darum, sich genau das anzuschauen, wenn eine dieser Marken erreicht wird, wenn überhaupt, kann auch sein, dass es nicht der Fall ist, ja, dann gehen wir gleich auf das Alternativszenario ein. Wenn eine dieser Marken erreicht werden sollte, dann würde ich in eine kleinere Zeitebene gehen, zum Beispiel einen 5-Minuten-Chart, das glaube ich ganz sinnvoll, vielleicht auch 1-Minuten-Chart, 2-Minuten-Chart. Vielleicht hat man mehrere Chartfenster offen und schaut sich dann eben an, bilden sich dort 1, 2, 3 Tiefs. Sondern hat man Kontext, wo man sich dann anschauen kann, versuchen sie in diesem Bereich eben einen Boden zu bilden. Also man wartet die Marktreaktion ab,
Schaut, ob diese Marken erreicht werden. Vielleicht habt ihr ja weitere charttechnische Unterstützungen und so, die ihr einzeichnen könnt. Und dann seid ihr vorbereitet und guckt dann eben einfach in einer kleineren Zeitebene, zum Beispiel im 5-, 2- oder 1-Minuten-Chart, entsteht dort, sind sie dort, wenn so eine Marke erreicht wird, in der Lage, Trendwende-Formationen auszubilden. Und dann hat man eben einen Kontext, mit dem man arbeiten kann. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass wir eben zur nächst tieferen Marke und Level gehen. Ja. Alternativ ist es so, dass es gar keinen Einbruch gibt. Dann wäre auf der Oberseite die 261,8er Fibonacci-Extension aus dem Broadening Wedge zu beachten. Als möglicher Widerstand 11,680. Dann der Punkt 2 aus dem vermeintlichen 1-2-3 Top bei 11,844 und jeder Tick über 12.466,52 würde die Entstehung eines Tops, die Möglichkeit dafür, entschärfen und es wäre auch gleichzeitig neues Allzeithoch. Wo könnte es dann übergeordnet hingehen? Sollten wir diese Formation hier aufknacken, dann kann man hier in den größeren Chart mal rauszoomen, da sieht man eben die volle Impulsauffächerung 4,23,6 aus dem Broadening Wedge wäre 14.147 und darüber 16.547. Udo Gölz hat es nochmal zusammengefasst, sehr gut zusammengefasst. Man tradet nur an einer bestimmten Zone und nur, wenn dort ein Trigger kommt. Richtig, also anschauen, Vorfeld vorbereiten, einen Plan machen und dann abwarten, was macht der Markt. Kommen hier meine Signale und dann eben habe ich einen Kontext, nach dem ich agieren kann. Germany 30 hat den 1-2-3 tief ausgebildet. Jo. Tagestief war um 9.09 Uhr. 1-2-3 tief ist erreicht, 8.99. Signallinie nach oben auch überschritten. 9.31.57 ist die 61,8er Extension aus dem 1-2-3 tief. Ich schaue jetzt in den 10-Sekunden-Chart, um herauszufinden, ob jetzt beim Rücklauf eben ein 1-2-3 tief entstehen kann. Dann würde der Trendfilter auf anschlagen für eine mögliche weitere Aufwärtsbewegung. Dann hätten wir auch eine Validierungslinie für die Trendentwicklung. Manchmal ist es so, dass der Germany 30 die vorbörsliche Spanne nach oben verlässt, auch die Signallinie überschreitet und dann aber beim Rücklauf nicht in der Lage ist, ein 1-2-3 tief auszubilden, dann sehen wir eben, dass immer er von tieferen Niveaus immer wieder versucht, ein 1-2-3 tief zu machen, das nicht gelingt und irgendwann landet er wieder in der vorbörslichen Spanne und da muss man halt vorsichtig sein. Dann hat der Trendfilter eben nicht angeschlagen, das ist keine saubere Trendentwicklung. Und das sieht man eben auch hier, ja? Aufwärtsimpuls, kein tieferes Tief, da haben sie hier versucht, ein höheres Hoch zu machen, wird abgelehnt. Und jetzt versucht das von einem tieferen Tief nochmal Anlauf zu nehmen. Und was jetzt hier kommen sollte, optimalerweise wäre so ein 1-2-3 Tief.
auch mal von tieferem Niveau. Das ist jetzt ein schöner Impuls. Das könnte die 1 sein. 2, 3. Und dann könnte man dieses Tief, was gleichzeitig das vorbörsliche Hoch ist, als Validierungslinie nehmen, die, solange sie nicht unterschritten wird, darauf hindeuten könnte, dass der Aufwärtstrend eben intakt ist. Was jetzt auch unschön wäre, wäre jetzt so ein Impuls, der so nach oben so sich so extrem halt, ohne dass es zu einer 2 kommt, entlädt. Dieses Hoch sollte jetzt überschritten werden, ohne dass dieses Tief unterschritten wird. Ansonsten muss man da schon ein bisschen anfangen, Abstand zu nehmen von dem Szenario Trendbewegung aufwärts. Wobei natürlich hier auch im 1-Minuten-Chart die 11.899 der Punkt 1 ist, der auch nochmal getestet werden könnte. An dem dann, wenn ich das auch nochmal gelten lassen würde, wenn er dort dann 1, 2, 3 Tief ausbilde, wäre auch in Ordnung. Aber alles darunter würde diese Bodenbildung die in Frage stellen. Immer noch kein schönes 1, 2, 3, man könnte sagen 1, 2, 3. Dann wäre die Validierungslinie bei 904,53. Könnte man machen. Also, solange der Germany 30 jetzt die 11.904.53 nicht unterschreitet, wäre hier der Trendfilter aus Verlassen der vorbörslichen Spanne und Aufbau von einem 1-2-3 in Trendrichtung intakt. Alles unter 9.17 würde es schon hinterfragen, muss man aber dazu sagen, dass diese 2 nicht besonders schön ist, einfach nur so eine Pause war. Aber okay. Nicht schönes 1-2-3 zum Abschluss ist da. Ein schönes, sauberes 1, 2, 3 zum Abschluss ist nicht da. Jetzt kann man sich entscheiden. Ob man generell überhaupt
solche eher zweifelhaften Pattern gelten lässt, um sich einen Kontext zu erarbeiten, oder ob man die von vornherein streicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Tradet man nur 1A-Signale oder nimmt man auch welche, die nicht optimal aussehen? Was man hier auf jeden Fall sehen kann im US NDAG 100 Cash im 5-Minuten-Chart, ist ein bullischer Druckaufbau. Wenn ihr das hier anschaut, der Abwärtsimpuls 1, 2, 3 und jetzt einmal, zweimal. Die 11.101 getestet. Volkan 123 fragt im YouTube-Chat, vor einem Ereignis morgen, wo wirklich alles passieren kann, wer kauft da heute und gestern Aktien? Da kann man doch gleich ins Casino gehen. Ja. Also wer... Und dann gibt es halt natürlich auch Händler, die jetzt sagen, okay, who cares, dass da morgen das Wahlergebnis kommt. Ich wollte schon immer diese und diese Aktie kaufen. Das mache ich jetzt auch, weil die dort ist, wo ich sie schon immer kaufen wollte. Der Nasdaq ist ja nicht mal am Allzeithoch, sondern ist ja durch diesen Abwärtsimpuls im September günstiger, als es damals war. Und wenn ich die Erwartung habe, dass es nach der Wahl nach oben geht, dann kaufe ich jetzt. Ja. Das Setup muss dann ja wohl sein, dass dieses Halten der 11.140 schon wieder als attraktives Niveau zum Kaufen angesehen wird von einigen. Ja, diese 11.140 wurden ja, naja, also wir sind jetzt 20 Punkte drunter, aber es kam halt an der Stelle nicht zu Verkäufen. Und das sind halt diese unterschiedlichen Meinungen, die halt im Markt da sind. Und es ist halt auch immer eine gewisse Spekulation natürlich da. Aber ja, das, was Volkan schreibt, ist auch richtig, wenn man jetzt einfach long oder short geht, dann ist es quasi die gleiche Erwartungshaltung wie, oder der Erwartungswert ist quasi der einem Münzwurf entspricht. Man hat also keinen wirklichen statistischen Vorteil. Das gleiche, wie wenn ich vor Earnings oder Quartalszahlen einfach long oder short gehe. Einfach so, wie mein Bauchgefühl gerade ist. Ja, wenn das Mittagessen geschmeckt hat, gehe ich long. Wenn es nicht geschmeckt hat, gehe ich short. Oder so irgendwas, ja. Das ist gut für Nervenkitzel. Ist bestimmt auch unterhaltsam auf seine eigene Art und Weise. Aber es ist halt nicht das, was man, wo man wirklich, wenn man lange beim Trading dabei bleiben möchte, sich allein schon von der Mathematik her, von der Statistik her
einbilden sollte, da langfristig Geld verdienen zu können damit. Matthias Abel schreibt, Bauchgefühle sind toll. Eine Million durch Bauchgefühl noch nie gehört. Indubio, guter Punkt. Indubio schreibt im YouTube-Chat, es ist doch egal, wer Präsident wird, die Zentralbanken bestimmen, wo es lang geht. Ja. Ist wohl richtig, ja. Ist wohl richtig. Und naja, also wenn man sich jetzt den Gesamtmarkt anschaut und die Schwäche des Gesamtmarktes und sich dann solche Aktien anschaut wie Geely Automotive, ja, Kursentwicklung von 16 fast auf 20, BYD hier im Monatsstart, ja. Also geht einfach ab wie eine Rakete. NIO von 18 auf 36 gestiegen. Dann sieht man halt auch, dass es Anleger gibt, die halt einfach kaufen, weil irgendwas steigt. Auf der Suche nach der nächsten 20% Chance. Und ich frage mich halt bei der ganzen Geschichte, wenn man so ein Verhalten sieht, dass halt bestimmte Aktien weiter steigen, weil sie gestiegen sind, obwohl der Gesamtmarkt so deutlich fällt, dann ist halt auch die Motivationslage von vielen Anlegern dann doch eine, die, sagen wir mal, auf kurzfristige Profite aus ist, was ja erst gar nicht verwerflich ist. Ja? Ich will das ja gar nicht beurteilen, aber da geht es halt um was anderes, als sich langfristig an irgendwas zu beteiligen oder. Nee, da geht es halt darum, wo kriege ich die nächsten 20% Kursgewinn her. Also dieses auf Sicht fahren ist halt auch was, was man im Gesamtmarkt ein bisschen sehen kann. Also so eine große Präferenz scheinen die Märkte gar nicht zu haben. Ja, wenn die Republikaner die volle Mehrheit haben, ist im Grunde okay, gut. Wenn die Demokraten die volle Mehrheit haben, auch okay. Hauptsache, es geht irgendwie voran mit Neuverschuldung und Konjunkturprogramm. Und ich glaube, das, was die Märkte so verschreckt hat, ist ja das Szenario, dass die Mehrheiten dann nicht so ganz klar sein könnten. Und dass eben dieser Erdrutschsieg der Demokraten weniger wahrscheinlich geworden ist, oder zumindest die Umfragen nicht mehr so deutlich darauf hindeuten, wie es eine Zeit lang gewesen ist. Und das erhöht eben das Risiko, dass es erstmal das Konjunkturprogramm vielleicht nicht schnell geben kann. Aber man schaut da jetzt nicht extrem auf die Details dessen, was da in den nächsten 4 Jahren kommen könnte, sondern auch wahrscheinlich angesichts der Pandemie erstmal, wie schnell kommt das Konjunkturprogramm. Jo. Also fahren alle ein bisschen auf Sicht, weil man es ja irgendwie auch machen muss. Armin fragt nach dem Ölpreis. Ich schaue mir den WTI Dezember 2020 an. Ja, was ist der Grund dafür? Nun, erstmal sind wir technisch, also technischer Grund, wir haben eine volle Impulsauffächerung des Tops vom August nach unten.
um 581. Da haben wir dann versucht, an der 581er Fibonacci-Extension einen Boden auszubilden, hat nicht geklappt. Wir sind mit Gap Down in diese neue Woche gegangen und haben dort dann ein, zwei, drei Tief ausgebildet. Und was wir jetzt dann eben sehen, ist nach der Bodenbildung Käufe und eben Eindeckung von Leerverkaufspositionen, nachdem eben dieses letztwöchige Tief, das bereits die volle Impulsauffächerung aus dem Top gewesen ist, zu unterschreiten, nicht nachhaltig gewesen ist, also Bärenfalle. Und jetzt sehen wir, dass eben der Ölpreis hier mit einem Plus von 1,7% auch über die 2,618er geht, die 4,23er und 5,81er lassen Potenzial zu bis 39, 43, 41, 17 sollte 37, 64 überschritten werden. Ja, das schöne Setup hier auch 1, 2, 3 gehalten, bestätigt und dann kommt es jetzt zu Positionsanpassungen. Beim Gold ist es auch so, dass die 1863,16 gehalten werden konnten, um hier eben ein Szenario herzustellen, das zu einem bullischen Druckaufbau in Richtung des Punktes 2 hoch vom 18. August bei 2015 führen könnte. Der bärische Verlauf wäre 1863 Dollar zu unterschreiten. Fastly ist eine Frage von Michael. Ja, Fastly, da gab es irgendwie Earnings oder schlechte Nachrichten. Bei Fastly war es erstmal so, dass wir einen bullischen Druckaufbau gegenüber diesen Abwärtsimpuls vom Anfang August hatten, inklusive neuer Hochs. Also wir haben auch dieses Hoch insgesamt rausgeräumt. Und jetzt durch irgendwelche Nachrichten, ich habe es jetzt nicht beobachtet, bei Fastly haben wir jetzt eine neue Situation, dass wir eben, naja, die Aufwärtsbewegung, die hier bis zum 14. Oktober noch versucht wurde, nach oben aufzubauen und fortzusetzen, nicht fortgesetzt wird. Ist hier jetzt ein Top entstanden, ein sauberes? Nein. Ist das eine Volatilität, die zum Rest des Kursgeschehens nicht dazugehört? Ja. Was man so ein bisschen sehen kann, ist, dass es hier auch so ein Broadening Wedge gibt. Mit einem Hoch 1, Hoch 2, Tief 1, Tief 2. Und dieses Hoch 2 haben sie versucht zu überschreiten. Und das ist ein Fehlsignal geworden. Ein Broadening Wedge kann zwei Funktionen haben. Es kann als Trendfortsetzungsmuster, aber auch als Trendwendemuster interpretiert werden. Bei Fastly ist es jetzt so, dass wir die Trendfortsetzung nach oben wurde vereitelt. Und jetzt geht es um das Tief 2 auf Monatsschlusskursbasis. Wenn im laufenden Monat November es kommt gleich zu Fastly. Ja, da kommt jetzt auch der Kauf. Alexander, vielen Dank dafür. NDAG über 140, also doppelter bullischer Druckaufbau hat man gesehen. Führt jetzt dazu, dass eben es Eindeckungen gibt von Leerverkaufspositionen, die eben einsehen müssen, okay, Trendwende kommt nicht. Alright, so, jetzt geht es eben im NDAQ um die, irgendwie ist mein Chart hier verschwunden, ich muss ihn aus dem Gespeicherten holen. So, es geht jetzt um die 11.140. Rebreak ist da. Zurückschnappen des Kurses darüber ist da. Insofern haben wir nun auch, wenn wir um 21 Minuten darüber schließen, die Chance, 11.250 anzusteuern. Also Stundenschluss über 11.138.24 schafft Potenzial bis 11.250. Germany 30, schöner Trendaufbau, kann man nichts sagen. Ja, das war hier das tiefere Tief, das Tagestief. Dann haben wir ein 1
2, 3 ausgebildet. Im Rücksetzer im 10-Sekunden-Chart 1, 2, 3 festgestellt und jetzt bisher keine Trendwende, kein 1, 2, 3 Top, also Trend ist intakt und stützend. Könnte jetzt auch der NDAQ dazu kommen, wenn in 20 Minuten, Vorsicht, Timing-Problem, die Stundenkerze ist noch nicht fertig. Eine Kerze, eine Stunde, diese Kerze ist eine Stunde und da fehlen noch Informationen von 20 Minuten. Also, cool bleiben. Auf jeden Fall geht es jetzt hier bei Fastly um 72,59. Ein Monatsschlusskurs darüber würde die Situation wieder neutral erscheinen lassen. Ansonsten würde dieses Broadening Wedge oder könnte es oder würde das Broadening Wedge an sich aussagen, charttechnisch, dass das eine große Trendwende ist bei Fastly, wenn wir unter 72,59 bleiben würden. Und bei Fastly muss man dann aufpassen, weil von Hoch 2 zu Tief 2 sollte die 72,59 nicht unterschritten werden, wäre dann das Kursziel aus oder ein mögliches Kursziel, das aus diesem 1, 2, 3, aus diesem Broadening Wedge ableitbar wäre, wäre 44,68. Morgen schon mal zur, als Hinweis, ich werde morgen ab 6 Uhr mich das erste Mal melden und mir die Märkte anschauen, das anschauen und versuchen einzuordnen, was hier eben über die Nacht passiert ist. Also morgen ab 6 Uhr Livestream hier auf CMC.tv. Ich lade jeden herzlich dazu ein und bin dann auch den ganzen Tag über für euch da. Melde mich dann immer wieder. Also CMC.tv laufen lassen macht morgen Sinn und früh einschalten macht auch Sinn. Es sind einige, die auch über Nacht da sein werden. Ich habe mich entschieden, zu versuchen zu schlafen und dann morgens einfach fit zu sein ab 6 Uhr. Weil wenn ich die Nacht durchmache, dann ist irgendwann um 7 oder 8 Uhr gehen dann eben energietechnisch die Lichter aus. Das will ich vermeiden. Deswegen ab 6 Uhr, no problem, da bin ich da. Und jo. Insofern freue ich mich da drauf, wird spannend. Achte drauf, die Ruhe, die jetzt da ist, ist eher die Ruhe vor dem Sturm. Also achtet und bereitet euch auf Volatilität vor. Wenn dann keine kommt, auch gut. Bereitet euch auf die Chartmarken vor. Schaut euch dann, wenn die dann alle durchdrehen, an, wenn eure Chartmarken erreicht werden, gibt es dann da in einer kleineren Zeitebene Trendwendeformationen oder irgendwelche Signale, auf die ihr achtet, die eben darauf hindeuten könnten, dass hier eben Käufer versuchen, die zu verteidigen, dass zu einer Trendwende kommt, dass das man hat da einfach einen Kontext. Also das will ich dann morgen eben auch tun. Ab 6 Uhr morgen auf CMC.tv ein Wahl-Spezial-Börsenbuffet-Tag. An dem Namen kann ich noch arbeiten, werde ich vielleicht auch tun bis morgen. Aber ich werde auf jeden Fall da sein, freue mich darauf, wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag. Achte drauf, heute Nachmittag wird euch auch der Kollege Konstantin Oldenburger noch mal ein Update geben zum US-Markt. Insofern und so long, habt eine gute Zeit, gute Trades und bis morgen früh. Ciao.